Liebe Elvira Espejo Aika, liebe Tsukis Wawana, lieber Ian McEwan. Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. So zitiert Johann Peter Eckermann in seinen Gesprächen mit Goethe seinen berühmten Freund. Die diesjährige Preisverleihung der Goethe-Medaille greift diesen Gedanken auf. Fortschritt entsteht nicht von allein. Fortschritt entsteht durch die kritische Auseinandersetzung. Und gerade in einer Demokratie ist es wichtig, sich einzumischen, für die eigenen Überzeugungen zu streiten und ja, auch zu widersprechen. Ohne den Mut zum Widerspruch erstarrt eine Gesellschaft, ohne ihn erstickt eine Demokratie. Eine Gesellschaft braucht den Austausch und die kritische Reflexion. Künstlerinnen und Künstlern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Denn in ihrer Arbeit greifen sie gesellschaftliche Debatten auf, machen Widersprüche sichtbar und hinterfragen sie. Und dafür braucht es Freiräume, die kritisches Nachdenken in der Begegnung überhaupt erst ermöglichen. Leider sind diese Freiräume in den letzten Jahren weltweit kleiner geworden. Corona hat die Tendenz zum Rückzug und zur Abschottung sogar noch verstärkt. Das macht mir Sorgen, aber es stärkt mich auch in meiner Überzeugung, gerade wenn die Zugbrücken hochgefahren werden, müssen wir Freiräume über Grenzen hinweg schaffen und erhalten. Das kann nur mit starken Partnern gelingen. Partnern, die nicht einstimmen wollen in den Monolog der Schwerhörigen, sondern die überzeugt sind, dass Austausch die Grundlage ist für Verstehen und Verständnis. Partner wie Sie. Liebe Elvira Espejo Aika, liebe Tsukis Wawana, lieber Ian McEwan. Sie drei verbindeten mehr als Ihre besonderen Verdienste um den Kulturaustausch und die Beziehungen zu Deutschland. Ob als Verlegerin, als Schriftsteller, als Museumsexpertin oder Dichterin, sie alle tragen Kultur hinaus aus den geschützten Räumen der Kunst in die öffentlichen Räume der Gesellschaft. Und sie stehen für den Willen, die Vielfalt an Stimmen und Perspektiven zum Klingen zu bringen. Häufig sind das Stimmen, die viel zu lange, viel zu wenig gehört wurden. Es sind die Stimmen der indigenen Kulturen, die Sie, liebe Elvira Espejo Aika, hörbar machen und dabei gleichzeitig eine ungemein produktive und faszinierende Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst in Gang setzen. Es sind die Stimmen Afrikas und besonders die afrikanischer Frauen, die Sie uns, liebe Tsukis Wawana, erschließen. Damit sind Sie ein Vorbild und eine Quelle der Inspiration für eine ganze Generation junger afrikanischer Autorinnen. Und es sind die Stimmen des Widerspruchs und der kritischen Reflexion, die Sie, lieber Ian McEwan, immer wieder in Ihren Büchern beschreiben und die auch nach dem Brexit hoffentlich dazu beitragen werden, dass die Brücken über den Ärmelkanal nicht abreißen. Sie alle und uns eint eine Überzeugung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gilt, sie zu schützen und zu wahren. Sie setzen sich ein gegen Rassismus, gegen globale Ungleichheit, gegen die Unterdrückung freier Meinungsäußerungen. Sie tun das mit Mut und mit Leidenschaft. Und dafür möchte ich Ihnen auch im Namen von Außenminister Heiko Maas von Herzen danken und überbringe Ihnen seine herzlichen Glückwünsche. Persönlichkeiten, die sich als Partner im internationalen Kulturaustausch in besonderer Weise verdient gemacht haben, zeichnet das Goethe-Institut seit mehr als 6 Jahrzehnten mit der Goethe-Medaille aus. Ich könnte mir keine passenderen Preisträger in dieser Zeit vorstellen als Sie. Wie schön wäre es gewesen, Ihnen an Goethes Geburtstag in Weimar persönlich zu begegnen, den Preisträgerinnen und Preisträgern auch persönlich meine Glückwünsche zu überbringen. Aber auch so, wie es jetzt ist, sind wir über die Kontinente hinweg verbunden. Ich hoffe, die Auszeichnung mit der Goethe-Medaille wird Sie darin bekräftigen, Ihr Engagement fortzusetzen, so wie Ihr Wirken uns Ansporn ist, uns weiterhin für den Austausch zwischen Gesellschaften ebenso wie für die Widerstandsfähigkeit der Kunst einzusetzen. Bleiben Sie uns und dem Goethe-Institut verbunden und lassen Sie sich auch weiterhin in Ihrem produktiven Schaffen vom Widerspruch inspirieren.